zusammen, hier spricht euer Johann Nepomuk Meyer. Heute haben wir live, hinter mir ist die Kirche Piazza Sharia. Und zwar bin ich hier in, ihr weiß wo ich bin? Hm? Wo könnte das sein? Eine Reise nach Italien zu verschiedenen mystischen Orten. Und den ersten mystischen Ort, den wir aufsuchen, das ist hier, ich verrate es euch, es ist Assisi, dem heiligen Franziskus, der hier eben den Franziskanerorden gegründet hat. Und diese Stadt ist, oder dieses Städtchen hier am Berg ist sensationell, UNESCO Weltkulturerbe. Und natürlich sind hier auch ein paar Touristen, das ist ganz klar. Und ich zeige euch mal einen kleinen Blick hier auf die Landschaft. Das Wetter ist ein bisschen durchwachsen. Momentan scheint die Sonne bei 30 Grad und bei einer Stunde hat es mal kurz geregnet. Und hinter mir seht ihr diese Landschaft, wo ich mich hier befinde. Und ich werde hier einige wunderbare Dinge hier filmen und aufnehmen. Aber vor allem geht es darum, diese Wunder, die passiert sind, diese mystischen Erfahrungen, die in vielen Büchern beschrieben sind, mal auf dem Live-Ort zu sehen. Und ich kippe jetzt einmal das Bild, wenn es möglich ist, dass ihr mir auch hier mal seht, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Genau, hier. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Das ist dieser Ort hier. Von einer Geschichte, historisch ohne Ende. Sehr viele Heilige, sehr viele Orte sind hier entstanden. Und ich werde immer wieder auch hier viele Bilder und Videos dann posten. Leider darf man nicht so öffentlich hier in der Kirche das machen. Da werde ich dann andere Aufnahmen noch bringen. Und morgen geht es dann weiter nach Manopello. Wenn ich weiß, was Manopello ist, es ist auch hier ungefähr noch 300 Kilometer weg. Und Manopello ist das, ja, das Grabtuch, das Gesichtstuch von Christus, ausgestellt öffentlich zum Ansehen, wo eben der Abdruck in Farbe auf diesem Muschelseidentuch abgebildet ist. Und die Wissenschaft weiß nicht, wie dieser farbige Abdruck des Christusgesichtes offensichtlich durch eine Auferstehungslichterscheinung in dieses Tuch manifestiert wurde, wie ein Dia. Und das wird mit Sicherheit auch sehr spannend, eine der wenigen Devotionalien, die hier auch öffentlich zur Schau gestellt werden und besichtigt werden können. Und ich werde jetzt hier mal durch den Ort fahren und dann nehme ich euch mit durch dieses kleine Gässchen. Dann hoffe ich, dass mich die Scharia hier nicht aufhält, weil normalerweise darf man hier nicht durchfahren. Aber mit meinem kleinen Moped. Noch eine rote Ampel und schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich nehme euch jetzt mit durch Assisi. Ich schalte die Kamera nochmal um. Oder ihr seht es dann hinter mir, das ist wahrscheinlich am allerbesten. Moment. Ich schalte die Kamera wieder nach vorne.
einen auf ein Einrad. Sozusagen an jeder Ecke eines der Weltwunder, an ein Weltwunder, an Weltwunder. Mediterraner Flair an jeder Ecke. Wer natürlich wissen will, was er ist hier, der heilige Assisi, der konnte ja mit Tieren sprechen und hat ein bisschen auch die Kirche aufgemischt. Der kann es auch googeln. So, ich denke, das war jetzt ein erster Ausflug in die Geschichte der Mystik und Legenden und hier live aus Assisi und hört wieder um und ich werde mit Sicherheit in den nächsten Tagen, vor allem morgen dann aus Manipello berichten und vielleicht halte ich auch einen Film zusammen aus dieser Reise und bis dahin, euer Nepomuk. Bis bald.